Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. In der letzten Folge haben wir Orain, tja, einen Herren, der mit seiner Freundin hier auf Abenteuerreise war, dem haben wir geholfen zu verschwinden. Warum? Weil er sich nicht so sehr binden wollte, wie seine Angetraute oder seine Geliebte das gerne gehabt hätte. Und obwohl ich das nicht ganz fein finde, fand ich, okay, das kann man mal machen. Einen verzweifelten jungen Mann, der noch auf Abenteuerreise ist und noch Abenteuerdurst hat, den mal, naja, zu unterstützen, weil Marga, seine Freundin, naja, sagen wir mal so, vermutlich wäre die deutlich glücklicher, wenn, ja, ist sie deutlich glücklicher, wenn sie glaubt, er ist tot, als dass sie, ja, weiß, dass er sie doch nicht haben will. So oder so, wir sind hier genau in Lorca rein. Jetzt gucken wir uns mal an, da sind noch so einige Quests. Wie ihr seht, gar nicht mal weit, da ist der Grim Onwig. Hier ist das Sternlager. Ach so, das ist der Dings, ja richtig, genau. Was haben wir denn hier? Mit Ardentreffen, das ist die Hauptquest. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie wir weitermachen sollen. Wir haben ja nur allerlei Gebiete noch nicht so 100% erkundet, aber ich glaube, ich habe jetzt Lust, ich habe das auch schon das letzte Mal gesagt, ich glaube, ich habe Lust jetzt mal hier weiterzumachen. Mit den Sommerfeinden. Genau, wir haben ja den Blutgebein erschlagen. Der, tja, der sich doch irgendwie entwickelt hat und der die Ballade verändert hat und von einer Hexe sprach. Und da bin ich eigentlich ganz interessiert, was da Sache ist. Und deswegen werden wir jetzt zurückkehren, genau, zu König Wenzel. Wir werden mal hier diese Questreihe der Feinden verfolgen. Und irgendwann müssen wir auch mal mit der Hauptstory weitermachen. Das machen wir vielleicht, wenn wir hier diese feinen Quest abgeschlossen haben. Genau, das war das Wort, das ich suchte. Abgeschlossen ist das richtige Wort. Und dann können wir auch mal gucken, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Inventar aus? Oh Mann, da ist schon wieder tausend Zeug drin. Tja. Was passiert hier eigentlich, wenn man das nutzt? Ich weiß es nicht. Also. Wir haben so unglaublich viel Konsumgüter, da muss ich irgendwann mal aufräumen, weil ich benütze sie ja auch kaum. Egal. Wir gehen jetzt zu König Wenzel, beziehungsweise gar nicht zu König Wenzel, sondern wir gehen zu unserem Oberballadenerzähler. Wie hieß er denn? Haren oder so ähnlich. Ach, ich habe keine Ahnung, schon wieder vergessen. Egal. Mit dem werden wir jetzt sprechen, mal gucken, ob wir eine neue Die Aufgabe Heldin kriegen. kehrt zurück. Ah, doch, der Wenzel. Na ja, dann. Herzallerliebster König, die Heldin kehrt zurück und hat den Auftrag erfolgreich erledigt. Ich bin erleichtert, euch wohlauf zu Ja, sehen. mir geht's gut. Was geht hier nur vor? Ich weiß nicht. Erst Sagrell und dann auch noch Blutgebein. Das sind schockierende Entwicklungen. Hört zu, Halam und ich haben uns über die Geschehnisse in Uduat unterhalten. Ihr werdet für eine ganz besondere Aufgabe gebraucht. Für euer eigenes Oh Lied. ja. Ihr müsst zu Tenwa reisen, die auch als die Bibliothekarin bekannt ist. Es ist eine Reise von großer Bedeutung und nicht ohne Gefahren. Okay. Ich fasse es vielleicht noch mal ganz kurz zusammen für Leute, die das Spiel nicht kennen und auch die Folgen, die letzten Folgen, wo es um diese Feinquest ging, nicht gesehen haben. Und zwar ist es ja folgendermaßen, die Feinen sind nicht körperlich unsterblich, sondern vielmehr im Sinne von ihre Ballade, ihr Leben und das, was sie geschafft und gewirkt haben, das wird immer wieder aufs Neue von dem Haus der Balladen erzählt. Und die eigentlichen Akteure sind schon lange, lange tot, aber andere Feinde übernehmen deren Rolle. Und das, was in Balladen besungen wird, wird immer wieder aufs Neue gespielt. Insofern sind sie quasi nur, sagen wir mal, auf einer lyrisch-poetischen Ebene unsterblich. Aber jetzt werden wir erstmal fragen, wer ist denn nun um alles in der Welt Tenwa? Und ich bin sehr gespannt, zu was sie uns brauchen. Ich weiß nur wenig über die Bibliothekarin, abgesehen davon, dass sie und Hallam etliche Zyklen damit verbracht haben, das Schwinden der Magie zu studieren und nach einer Möglichkeit zu suchen, unsere Balladen zu erhalten. Sie ist ein sonderbares Geschöpf, ausgesprochen distanziert und zurückhaltend. Soweit ich gehört habe, schätzt sie die gelehrten Künste der Sterblichen mit all ihren vergänglichen, tintenbefleckten Eigenarten. Nun komm schon, also wirklich. Da ist Tenwa schon deutlich weiter als du. Sie sieht wohl, dass auch die Sterblichen durchaus etwas haben. Genau, zum großen Kreislauf. Ihr erinnert euch, in Gorhard haben wir ja diese Feie retten müssen und haben dazu eine andere Feie, die das Dorf beobachtet, getroffen. Und die hat uns etwas erzählt
von dem großen Kreislauf. Im Grunde genommen ist es so, wenn die Feinen sterben, geht ihre Magie und das, was sie haben, in den großen Kreislauf ein und wirkt wieder auf die anderen lebenden Feinen zurück. Und da scheint der Fluss gestört zu sein. Und durch das, ja sagen wir mal, durch das Gestörtsein dieses Flusses kommen auch diese ganzen alten Balladen, die seit Jahrhunderten erzählt werden, durcheinander. So, da wollen wir mal fragen, wo ist denn unser Hallam? Hallam ist der Oberballadenerzähler. Schürt nicht eure sterbliche Sorge um Hallam. Er hat den Hof verlassen, um nach Antworten auf unsere zahlreichen Fragen zu suchen. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er zurückkehren. Falls jemand die Lieder dieses großen Hauses verdirbt, wird Hallam ihn finden. Er ist der Geschichtenerzähler und kennt unsere Balladen besser als jeder andere. Tja, ich finde es natürlich cool, dass Shin jetzt auch die Möglichkeit hat. Sie heißt ja mittlerweile hier Lady Zagrell, ne, weil sie hat die Rolle von Zagrell übernommen, aber jetzt darf sie ihre eigene Ballade schreiben. Das finde ich ziemlich cool. Wir werden uns, später denn, denke ich mal, um Hallam kümmern, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so stimmt, was mir hier der König Wenzen sagt. Ich weiß nicht, ob die alle sauber spielen. Keine Ahnung, aber ich bin bereit. Geht zu Tenvas Karte in Haxi. Haxi. Sie wird euch bereits erwarten. Gut. Holt bei ihr eine Ballade aus ihrer Sammlung von Feienkerns ab. Sie heißt Der Held und die Maid. Bringt sie mir und beschützt sie mit eurem Leben. Sie ist von unermesslichem Wert. Genau. Ihr wisst, die Kains, das sind so kleine Steine. Nein, eigentlich sind die nicht klein, die sind ziemlich groß. Das sind Erinnerungssteine. Und zwar haben die Feinen neue Erinnerungssteine gebastelt, nachdem die alten Wissenssteine von den Menschen modifiziert worden sind. Und dieses Kain ist quasi das, was man benötigt, um die modernen, um die modernen Wissenssteine auszulösen. Jetzt haben wir uns erstmal ganz kurz über die Balladenbibliothek unterhalten. Wir waren da ja schon mal. Die Bibliothek ist eine Sammlung besonderer Wissenssteine, die Kerns genannt werden. Kerns. In ihnen werden die bedeutendsten Balladen des Hofes des Sommers aufbewahrt. Solange Sie sicher sind, sind es auch unsere Lieder. Die Bibliothek war nicht Lord Ysas Idee, sondern eine Eingebung von Hallam dem Weißen. Er erschuf die Kerns und wirkte den Zauber, der sie beschützt. Die Welt verändert sich. Alle wissen es, auch wenn sich einige entschieden haben, es nicht zu akzeptieren. Doch selbst wenn die Magie des Hofes des Sommers schwächer wird, so wird unsere Bibliothek der Legenden doch stark bleiben. Okay. Gibt es sonst noch was? Nein. Und die Bibliothekarin ist in der Bibliothek, da waren wir auch schon mal. Ihre Karte steht in der Kluft zwischen Jolvan und Haxi, doch nicht. Südöstlich von hier. Es ist ein abgelegener, sicherer Ort. Okay. Tja, dann lebt mal wohl, Wenzen. Erwartet euch. Das ist schön, das freut mich sehr. Ich weiß gar nicht, haben wir denn hier... Gebietskarte? Man sieht nicht allzu viel. Kann man noch mit irgendjemand anderem reden? Ich glaube aber nicht. Die werden bloß kurz... Ah! Wie kann ich euch helfen? Haben wir bei dir schon alles durch? Nein, ja, haben wir schon. Genau, okay. Ich schlage vor, dass wir uns da nicht länger aufhalten. Ich bin jetzt schon so ein bisschen wieder... so ein bisschen mystik. Genau, da stehe ich einfach drauf. Wie sieht's aus mit unserer Rüstung? Lass gucken. Ja, das sieht gut aus. Wir können losziehen. Also dann, werden wir diese Quest verfolgen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Questreihe gefällt mir übrigens ausnehmend gut. Auch wenn wir jetzt zwischendrin haufenweise kleinen Mist gemacht haben. Und ich das wahrscheinlich von der Abarbeitung der Quests und vom Einsammeln der Quests nicht optimal gestalte, aber das ist mir eigentlich auch egal. Ich spiele halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Naja. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Wo müssen wir hin? Hallo? Hallo? Da hinten. Das ist aber ganz schön weit. Gut, aber es ist direkt in der Balladenbibliothek und da waren wir ja auch schon. Also dann reisen wir doch auf die Schnelle hin. Man muss ja nicht immer laufen. So. Da haben wir ja schon so einen Kern gefunden. Ich weiß nicht, warum ich keinen sage, aber es hat ja gewöhnt, dass ich den Dingen immer gerne andere Namen gebe. Das gehört zu mir. So, dann mal rein. Da ist sie ja. So, dann werden wir mal mit dir reden. Willkommen. Hallo. Bitte tretet ein und verzeiht mir meinen Mangel an Gastfreundschaft. Nicht schlimm. Die Maid von Windermere und ihre Lakaien haben mich in einer etwas unglücklichen Lage zurückgelassen. Was ist los? Kret und Airmere konnten mir nicht helfen, aber vielleicht wird ja euer sterblicher Einfallsreichtum triumphieren, wo andere versagt haben.
Tja, was ist denn passiert? Die Maid hat mir heute Abend einen Besuch abgestattet. Sie und ihr Komplize Nix, der Troll, haben mir den kostbarsten Kerns gestohlen. All die Arbeit. Und wofür? Bei allem, was ich weiß, hätte ich mit einem Angriff rechnen müssen. Selbst dieser Gefangenenzauber. Er ist derselbe, den sie in der Ballade Zwei Ritter und ein Troll benutzt haben. Und natürlich kann ich mich nicht an den Gegenzauber erinnern, weil der Kern gestohlen wurde. Ihr müsst sie zurückholen, Sterblicher. Sie alle. Und vor allem den einen, wegen dem ihr hier seid. So, Zwei Ritter und ein Troll. Erzähl mir bitte mal von der Ballade. Es ist eine Geschichte darüber, was geschieht, wenn jemand etwas sein möchte, was er nicht ist. In diesem Fall war Nix der Troll das Thema des Liedes. Er war eine abscheuliche, bemitleidenswerte Bestie. Die Maid von Windermere machte sich einen Spaß daraus, Nix mit einem Zauber zu belegen, der ihn glauben ließ, er sei ein gewöhnlicher Mensch. Er versuchte, sich in einem malerischen Dorf der Sterblichen niederzulassen, doch die Katastrophe war unvermeidlich. Als die Ritter Kret und Airmeer dort eintrafen, behandelten sie ihn wie den Menschen, der er sein wollte. Sie forderten Nix zu einem ehrenhaften Duell heraus und erschlugen ihn in einem fairen Kampf. Okay, also ich finde, was ich in dem Spiel ganz lustig finde, ist, wenn man unten mitliest, stellt man fest, dass die Voice Artists sich doch ein bisschen Freiheit nehmen und manches ein bisschen anders sagen, als es da steht. Und mir persönlich ist es ja angenehmer und ich finde es schöner, was die sprechen, als das, was da steht. So oder so, Balladenbibliothek, wir sprechen das wieder durch. Die große Sammlung wurde von Lord Üser persönlich in Auftrag gegeben. Doch es war Hallam der Weiße, der ihre Erstellung wahrmachte. Und er war es auch, der die Feienkerns erschuf. Solange die Bibliothek und ihre zahlreichen Kerns Bestand haben, werden die Lieder des Sommers in dieser Welt stets einen Platz haben. Sie werden bis in alle Ewigkeiten immer und immer wieder gesungen werden. So, und Kret und Airmeer? Bestimmt kennt ihr die Lieder von Sir Kret und Sir Airmeer, die treuen Freunde und gefährlichen Gefährten, die das Schwert von Rüderk zurückbrachten. Nee, kenn ich nicht. Ah, aber vermutlich kennt er sie aus Zwei Ritter und ein Troll, ihre eindeutig berühmtesten Ballade. Sie waren erst vor wenigen Augenblicken hier und ich habe sie auf die Suche nach der Schurkin entsandt, die für das hier verantwortlich ist. Meine Hoffnung auf Rettung ruht auf ihnen. Okay, Echosteine? Das ist eine Art von Magie, die neu für uns ist. Eine Schöpfung von Hallam dem Weißen selbst. Er ist das, woran Hallam und ich während der letzten Zyklen hier in der Bibliothek gearbeitet haben. Wissenssteine sind bei den jüngeren Völkern zu einer alltäglichen Magie geworden. Sie sind leicht anzufertigen, zu verändern und zu entweihen. Wir Feien brauchen neue Werte für unsere Erzählungen, einen neuen Weg. Der Echostein und die Feienkerns sind die letzten Errungenschaften einer Reihe von Experimenten, die Hallam und ich durchgeführt haben. Wir suchen nach einem Weg, unsere bedeutendsten Lieder zu schützen und zu erhalten. Tja, das ist das, was ich euch eingangs erzählt habe, weshalb es diese Echosteine gibt. Und gerade kommt mir so die Frage, ob denn nicht vielleicht diese Echosteine für das Verändern der Balladen und ja dafür, dass die Magie nicht mehr wirklich fließt, ob vielleicht diese Echosteine da verantwortlich sind. Wir werden es rauskriegen. Sie wurde von Vater Ether, einem Sterblichen, entworfen. Ja? Und ich habe mit Hallam, dem Weißen, daran gearbeitet, die verzauberte Hülle des Kerns zu gestalten. Sie sind eine gewaltige Entdeckung, eine neue Magie. Es hat mehr als einen Zyklus gedauert, sie zu entwickeln und den ersten funktionierenden Kern zu erschaffen. Aber es war all meine Mühen wert. Unsere Lieder des Sommers sind nun sicher. Zumindest vorerst. Tja, möglicherweise ist aber genau das die Ursache für all das, was hier so passiert. Tja, und unsere Maid von Windermere, eine Schurkin, ein Bösewicht, von dem wir schon häufig gehört haben in den Balladen der Feien. Und ich bin halt mal gespannt, ob wir die Dame irgendwann mal treffen. Sie ist die Hexe Magwyr, eine eingeschworene Feindin unseres großen Hauses und mächtige Zauberin. Sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Liebe unseres tapferen Königs Vincent zu gewinnen. Oh. Es ist so, wie es schon immer war. Sie macht Jagd auf die Wilden und Dummen, um ihre Ziele zu erreichen. Doch irgendetwas ist diesmal anders. Sie entwickelt Ehrgeiz. Ja, so Nix der Troll. Genau wie in seiner Ballade ist Nix geflohen, als Kret und Airmeer eintrafen. Er steht eindeutig unter dem Fluch der Maid und gehorcht vermutlich ihren Befehlen. Er hat die Karte durchwühlt und ist dann in die Nacht hinausgerannt. In seinen riesigen Armen türmten sich die Feienkerns. Meine Feienkerns. Och, Tenwa, wir bringen sie zurück. So, und was gibt's über dich selber zu sagen?
Ich finde dich gar nicht so distanziert. Eigentlich ist sie halt wie jede andere Fay auch. Ich bin Tenwa, eine ehemalige Ritterin des Hauses der Balladen. Vor vielen Zyklen wurde ich gebeten, meine Stellung aufzugeben und hierher zu kommen, um an den Feyenkerns zu arbeiten. Hallam hat es mir anvertraut, das Verzeichnis der legendären Taten der Sommerfeyen zu beschützen. Ich stelle sicher, dass jedes Lied so gesungen wird, wie es sein sollte. Okay. Tja, und wo finde ich die Maid? Ihr nächstgelegenes Versteck sind die Sundor-Höhlen, die von ihrem Lakaien Nix bewohnt werden. Sie sind eine felsige Grube in Haxi, im Osten. Haxi, waren wir denn da schon? Ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir Feinkerns beschaffen. Und wir haben ja schon mal den einen oder anderen, guck mal, da liegen die, so sehen die aus. Genau. Den einen oder anderen, ich glaube insgesamt zwei, haben wir ja schon mal in den Echostein gelegt. Und da kriegen wir dann auch Quests, das finde ich ziemlich cool. Aber jetzt werden wir einfach diese Questreihe hier zu Ende spielen. Mach's gut, Tenwa. Ich verspreche euch zu retten. Jetzt werden wir mal gucken. Haxi, da waren wir, glaube ich, noch nicht so wirklich. Mal gucken, Sundur-Höhlen. Ach doch, da waren wir schon. Ja, wunderbar. Das sind unter Umständen die Höhlen. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich die Höhlen, wo wir schon mal drin waren. Drei Schreine besuchen, das sollten wir vielleicht auch noch irgendwann mal machen. Enfa-Manier töten, genau. Das ist zum Beispiel so eine Quest, die wir bekommen haben von einem Echostein. Ja, weitere Überreste finden. Ja, das sollten wir irgendwann alles machen. Aber jetzt spielen wir wirklich straight und diszipliniert, Frau Hawk, diese Questserie durch. In der Höhle waren wir schon mal, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Da waren wir drin und haben nichts gefunden und sind dann wieder rausgerannt. Naja gut, aber jetzt wissen wir, warum wir da sind. Und wir werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mit einem Troll zu tun bekommen. Das ist auch so ein Riesenvieh. Ach, guck mal, da sind Feen. Seid ihr zwei die ich suchen soll? Ja, genau. Der Eimer. Na, sieh mal eine an. Ihr werdet Hallams Beschreibung wahrlich gerecht. Ja. Es ist schön, die neue Sagrel endlich zu Gesicht zu bekommen. Hallo. Ich bin Sir Aemir und dies ist mein Gefährte Sir Kret. Willkommen in den Sundur-Höhlen. Falls ihr hier seid, um nach der Maid von Windemeer zu suchen, muss ich euch enttäuschen. Sie ist nirgends zu finden. Ihr auch? Nun, es ist mir gelungen, einen wiederzufinden. Aber es gibt noch viele weitere. Die Maid hatte sie. Im einen Moment war sie hier und im nächsten schon wieder verschwunden, so wie es ihre Art ist. Sie hat allerdings ihren alten Verbündeten Nix, den Troll, zurückgelassen, um uns ein paar Schwierigkeiten zu bereiten und unsere Verfolgung zu verlangsamen. Kret und ich haben häufiger gegen Nix gekämpft, als ich zu zählen war. Man könnte beinahe sagen, er sei ein alter Freund. Ihr seid herzlich eingeladen, euch unserem kleinen Jagdtrupp anzuschließen. Ja, wunderbar, so. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr mit dir reden, aber es macht nichts. Oh, ihr seid's. Gut. Wir sind's, genau. Wir folgen den Herren jetzt einfach mal. Würde ich vorschlagen. Was sollen wir auch sonst tun? Das klingt schon irgendwie nicht gut. Dann nehmen wir mal unser Krabbelpulver wieder mit. Das klang irgendwie jetzt so, als sei es gefährlich. Guck mal, die kommen wieder zurück. Ja, ihr seid brav. Hallo? Na, wen haben wir denn da? Oh, Bärchens. Bärchens. Und einer kämpft schon, dann sollten wir mal helfen. Ja, keine gefährlichen Bären mehr, wenn ich da die graue Farbe richtig deute. Weil auch hier sind ja abhängig von der Gefährlichkeit. Oh, warte. Nee, mach mal langsam. Tu mich hier mal nicht. Ich muss mich doch hier erstmal umgucken. Halleluja, aber auch. Hier gibt's so viel zu entdecken. Na gut, dann... Da. Seid ihr da lang? Keine Ahnung, wo ihr seid. Nee, da seid ihr nicht lang. Egal, jetzt erschlagen wir mal die Bärchens hier. Bärchen. Komm her. Oh, der kann aber auch zu langen hier, dieser Bär. Komm her. So. Und du auch noch. Komm. Ja, der langt ordentlich zu. Dafür, dass du grau bist, mein Freund. So. Ich lass mal hier die beiden losrennen, die beiden Sers. Als wahre Lady mache ich meine eigene Geschwindigkeit. Ich will hier nichts übersehen. Nix was? Ist hier irgendwo. Ja, das ist mir schon klar, dass Nix hier irgendwo ist.
Auf den Troll bin ich gespannt. Mit dem Troll hatten wir es ja noch nicht zu tun. So. Okay, da ist nichts, oder? Na, da sind Kerns. Gut. Da noch was drin? Ja, ein bisschen. Krabbelpulver. Oh, nix. Nix gefunden, das ist schade. So, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt schon wieder hingerannt ist, aber es ist auch egal. Wir werden ihn schon wieder finden. Da noch irgendwas, was wir übersehen haben? Nein, das war direkt der Eingang. Also dann, da ist er ja. Komm mal her. Amir, oder wie du... Oder Aimer. Die Namen sind manchmal komisch. So richtig leicht von der Zunge gehen sie mir nicht. Oh, wir sollten hier, glaube ich, den anderen Kollegen mal helfen. Wargeist. Mehr? Genau. Komm. Komm her. Komm. Ja. Oh, da sind noch mehr. Wie viel seid ihr denn? Komm. Also hör mal. Ist doch wohl eine Frechheit, oder? Könnt ihr überhaupt helfen? Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Na, das mag sein. Ich werde mal speichern, falls da dieser Troll jetzt plötzlich auftaucht. Oder da liegt ein Kern. Ah, ihr seid viel zu langsam. Ihr geht mir auf die Nerven, um das mal so deutlich zu sagen. Oh, das ist schön. Ich glaube nämlich, mit jedem Kern bekommen wir eine neue Quest. Und die werden wir jetzt, wenn wir die Serie machen, die werden wir auch alle abarbeiten. Dass wir mal so alle Balladen, die wichtig sind, kennenlernen. Oh, pass auf. Ja, da gehen wir jetzt rein. Machen die Feinde fertig. Nochmal ein Wargeist. Wargeist. Mehr? Ja. Komm, auf, jetzt machen wir sie alle kurzerhand nieder. Komm her. Ich bin so froh um die Lebensregeneration, Leute. Ja, ich bin wachsam. Ich bin immer wachsam. Also, der hat's echt eilig. Der Troll rennt nicht weg, mein Guter. Oh, Krabbelpulver mal wieder. Auf den Troll bin ich jetzt gespannt. Ich habe ihn schon bei Nigoya und auch bei Evilchen gesehen, also Evil Bloody Eyes, da gucke ich ja ab und zu mal, die spielen das ja schon seit über einem Jahr oder fast 2 Jahre. Und da gucke ich ab und zu mal rein und da habe ich einen Troll natürlich schon gesehen und die sind schon beeindruckend. Ich bin gespannt, wie wir mit dem Troll klarkommen. Gibt es hier irgendwas zu finden? Eine ganz schöne Geizhöhle hier, ey. Wir speichern nochmal. Ah, Elfchen. Die kommen immer aus dem Boden, das finde ich böse. Komm her. Da könnten wir eigentlich den Chakran nehmen. Noch haben wir es nicht geschafft. Könnt ihr überhaupt kämpfen? Hast du mich das gefragt? Du tust hier bloß blöde in der Gegend mit deinem Stabwedeln, lässt alles mich machen und dann fragst du mich, ob ich kämpfen kann? Naja, okay. Das sind Helden. Aber das ist halt das Problem, wenn man nicht der tatsächliche Held ist, sondern irgendjemand, der die Rolle übernimmt. Da mag auch mal einer die Rolle übernehmen, der der Herausforderung nicht wirklich gewachsen ist. Ja, guck mal, der rennt einfach weg. Komm her, ich mach das für dich. Du bist mir zu lahm. Lange, echt. Ja, komm. Pur, nichts gefunden. Lasst mich kurz schauen. Da geht's rein. Da finden wir jetzt gleich einen CERN. Einen Kern. Nicht CERN, Kern. Denke ich hier an diesen Teilchenbeschleuniger in CERN. Ich weiß auch nicht, wieso ich diese Vorstellung habe. Wenn ich an die Kerns denke, dann kommt mir immer CERN in den Kopf und dieser lustige kleine Teilchenbeschleuniger. Ja, komm. Ab in den Plunder. Es wird unser Inventar bald wieder voll sein. Ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal einen Rucksack finde. Irgendwann, irgendwo, einen neuen. Oh, da liegt ein... Könnt ihr überhaupt kämpfen? Du gehst mir auf die Nerven. Echt, hey. So.
Blöde Frage. Kann ich überhaupt kämpfen? Naja, so ein bisschen zumindest. Oh, und wo ist jetzt unser Troll? Troll, 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 wo bist du? Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Da gibt's wieder Krabbelpulver. Das ist eine geizige Quest, ey. Also wenn wir den Troll treffen, will ich mal hoffen, dass der uns ordentlich Loot gibt. Nix, aber auch wirklich gar nichts. Keine Kiste, keine Truhe, kein versteckter Baumstamm oder Steinhaufen. Wo ist er denn nur, der Troll? Oder ist er auch weg? Der Feschbart ordentlich hier, muss man schon mal sagen. Achso, die Kiste, ja gut, die habe ich schon ausgeräumt. Okay. Kann man da jetzt runterhüpfen? Ja, gut, einmal drumrum. Und was müssen wir jetzt tun? Wo sind die anderen Steine? Kerne. Nicht Steine. Entschuldigt mein Schweigen. Kleine Störung. So, da ist der Nächste. Ja, okay. Also dann gerade mal da durch. Wo seid ihr zwei? Hallo? Was sagt mein Quest noch? Ja, die helfen mir offensichtlich nur in der Höhle, oder wie ist das? Verwirrend. Da vorne ist eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Komm her. Oh, da sind noch mehr. Oh, was bist du jetzt wieder? Bockas sind unangenehm. Auch wenn sie grau sind. Komm her. Bocka. Vielleicht sollte ich eine andere Waffe nehmen. Ah ja, jetzt haben wir sie gleich. Ihr seid ja auch irgendwelche Baumwesen, Holzrindenwesen, oder? Würde ich mal denken. Ja, seid ihr. Tja. Tu mal in den Plunder. Ich kann das mit dir noch nicht so recht einschätzen, mit den Amuletten und diesem ganzen Gedöns. Aber irgendwo hier muss doch jetzt auch... Warte mal, wir wollten eigentlich an die Kiste, gell? Das machen wir zuallererst. Lindernde Kappe. Ja. Plunder. Das Zeug, was wir haben, ist schon wirklich ziemlich gut, die Kappe. Da können wir jetzt runterhüpfen, vermute ich mal. Oh, da unten bist du, der Troll. Du bist, glaube ich, der Troll. Dann speichern wir mal. Oh. Du bist ein Troll, oder? Holen wir uns mal erstmal den Segen hier. Oh, schon wieder Pestträger. Oh, und wehe, ihr steckt mich an. Kann ich gar nicht leiden. Komm her. Ah. Komm her. Ja, genau. Mach sie schnell fertig, bevor sie mich... Jetzt holen wir uns mal kurz den Segen. Ethenes Weisheit. Du bist, glaube ich, der, den wir... Du bist ein Troll, oder? Ein Bergtroll. Aber du bist auch grau. Was muss mir das sagen? Komm her. Oh, der wehrt sich ja gar nicht wirklich. Komm her. Ja, wie gesagt, wir sind halt einfach schon ein bisschen stärker, aber ist egal. Komm her, Bergtroll. Ich finde jetzt einen Kern von dir. Da ist er. Goldmünze. Und da ist der Kern. Oder? Nein. Das ist gar nicht der Troll. Einfacher Erfahrungstrank. Wo ist denn dieser nächste Kern? Da liegt er. Da liegt er. Wunderbar. Okay. Jetzt müssen wir noch den letzten finden. Der ist irgendwo da oben. Da ist ein Wissensstein. Ich vergesse immer, nach den Wissenssteinen zu gucken, Leute. Dabei wäre es so cool, diese Boni zu haben. Müssen wir jetzt da rein nochmal? Ach, Elfis. Komm her. Komm her, Elfe.
irgendwie ist mir so, als seien wir in der Höhle auch schon gewesen. Das kommt halt davon, wenn man jede Höhle, die man findet und sieht, immer gleich... Komm her. Oh, der hat mich getroffen. Genau, das kommt einfach davon, wenn man in jede Höhle, die man findet, reingeht. Sundur-Höhlen. Wo ist... Da muss doch noch irgendwo ein Kern sein. Für das Haus der Balladen. Ja, für das Haus der Balladen, genau. So, sollen wir mal gucken? Da vorne ist er irgendwo. Da müssen wir, glaube ich, einmal ganz rum. Oder kommen wir da rum? Ich glaube eher nicht, weil da können wir was, oder? Hochhüpfen können wir ja nicht. Ja, genau. Also einmal rumlaufen. Dann machen wir das auf die Schnelle. In der Hoffnung, dass uns da jetzt nicht allzu viele Feinde begegnen. Da liegen sie. Ah, guck mal, wir schlagen die Dinger hier kaputt. Nehmen wir wenigstens die paar Groschen mit. Naja, besser als nichts. Und dann rennen wir weiter. Ja, wir nehmen den kürzesten Weg. Was halt bei der Frau Hawk der kürzeste Weg ist. Die Kisten schlagen wir auch noch kaputt. Habe ich die vorhin übersehen oder waren die nicht da? Sehr merkwürdig. Komm. Mal kurz den starken Angriff, den aufgeladenen gemacht. Ja, 8 Gold, also das ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube, dass die Kisten vorher nicht da waren. Na egal. Ich verabscheue Trolle, widerliche Kreatur. Ja, Gott, widerlich sind sie nicht. Sie sind halt groß und furchteinflößend, aber widerlich kann man jetzt nicht wirklich sagen, finde ich. Eigentlich sind die ja ganz cool. Ich meine, wenn du so einen zum Freund hast. Auch nicht schlecht, oder? So, die Kisten kurz kaputt machen. Komm her. So, und jetzt müsste es, wenn ich das richtig weiß, genau da lang gehen. Das siehst du. Ich bin ja froh, dass die Höhlen hier einigermaßen gnädig sind. Zumindest bislang. Also nicht allzu viele, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, nicht allzu viele Ebenen haben. Zumindest bislang nicht. Ah, da ist er, guck mal. Hallo Nix. Oh, und ich kann keine Dings machen. Oh, und jetzt kommen auch noch die Bösen. Komm her. Ja, kein Gegner, nicht wirklich. Auch wenn die Elfen ein bisschen stören, muss ich jetzt mal sagen. Komm her. So, den haben wir gleich. Ich meine, ich mag Trolle auch nicht, wenn sie mich angreifen. Ansonsten dürfen die genauso leben wie wir auch. Oh, komm her, Nix. Und Elfe, das ist irgendwo der Sturm-Champion. Komm her, den nehmen wir jetzt. Genau, den treiben wir mal eine Runde vor uns her. Komm her, Elfe. Komm, so. Puff. Wunderbar. Das war nicht Nix. Natürlich war das nix. Ach Mensch, du bist vielleicht lustig. So schrecklich war das doch gar nicht, oder? Nein. Allerdings frage ich mich noch immer, warum nix außerhalb der Sundur-Höhlen war. Mit Sicherheit nicht, um seine Rolle in der kommenden Ballade zu spielen. Hier geht etwas vor, was mehr als nur Kret und mich betrifft. Und ich will wissen, was es ist. Wir werden unsere Unterhaltung im Haus der Balladen fortsetzen. Und Zagrel, vielen Dank. Dies ist eine Zeit der Veränderung und wir alle müssen auf der Hut sein. Ihr wollt etwas über den Geschichtenerzähler erfahren? Ja. Ha, nicht einmal ich kenne die Balladen von Hallam dem Weißen. Seine Erzählung ist die geheimste von allen. Und er hat viel dafür getan, dass es auch so war. Ach, guck mal an. Abgesehen davon habe ich vollstes Vertrauen in sein Urteil. Selbst was euch betrifft. Tja, ich frage mich soeben, ich habe ja am Anfang, nachdem wir uns mit der Bibliothekarin unterhalten haben, vermutet, dass diese Echosteine verantwortlich dafür sind, dass die Magie gestört wird und die Balladen sich verändern. Aber möglicherweise ist es sogar Hallam der Weiße, der das letztendlich verantwortet und möglicherweise sogar gar nicht unbewusst aus Versehen, sondern sehr gewollt. Vielleicht ist auch er... Ein Scherge der Maid von Windermeer. So, jetzt sprechen wir noch über die beiden und dann machen wir Schluss für heute. Ich bin Sir Aema. Ich weiß. Diensten.
Mein eidgebundener Bruder und ritterlicher Gefährte Kret und ich waren die Ritter, die das flammende Schwert von Rydark zurückbrachten. Ich glaube, dass es keine höhere Berufung als das Haus der Balladen gibt. Wir sind alles, was zwischen dem Ruhm und der vollständigen Bedeutungslosigkeit steht. Genau, was hat's mit diesem Schwert auf sich? Es war die legendäre Klinge, mit der vor etlichen Zyklen die Bolgan bei ihrem Angriff zurückgeschlagen wurden. Kret und ich streiten noch immer darum, wem von uns die Klinge tatsächlich gehörte. Gut, und was gibt's über Kret zu sagen? Er ist mein Schatten, immer dort, wo ich ihn brauche, und von unerschütterlichem Mut. Wir sind eins. Wenn die Balladen Sir Airman nennen, folgt anschließend Sir Kret. Okay, also ihr seid dicke Kumpels. Auf Wiedersehen. Ja. Ihr seid dicke Kumpels und ich werde jetzt diese Elfe plündern. Bisschen Kohle. Gibt's hier sonst noch was? Da ist das Sturm-Champion, glaube ich, genau. Auch ein bisschen Kohle. Das kann nicht schaden. Genau, jetzt hauen wir noch die Kisten kaputt. So, ihr Lieben. Dann, was sagt denn unsere Quest? Wie geht's da weiter? Wir müssen zu Tenwa zurückkehren und das werden wir auch machen. Ich denke, dass wir uns dort sehen. Genau, ich reise einfach mal ohne euch hin. Ich mache gar nichts anderes, als Stante Pete zu Tenwa zu gehen. Und dort sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Jetzt aber, ihr Lieben, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.